So hast du wahrscheinlich Ein recht, der kleiner angeklickt Blau, bla sonst bla geht. bla 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 bla. Da ist auch nichts. Okay, ich denke, da ist nichts. Wir müssen uns wegbewegen. Wieder zum Strand am Gardsee. Und dann bewegen wir uns mal wieder zum Wald am Gardsee. Und das war falsch rum. Dann gehen wir noch lieber zum Strand zurück und dann zum Gardsee. Dahin. Und hier ist auch nichts. Irgendwas haben wir übersehen, oder? Wir können noch Kriminalabteilung in die vielleicht auch mal? Strafanstalt. Ja, wir können. Kriminalabteilung. Ja, wollen wir dahin? Gut, gehen wir. 25. Dezember, Polizeirevier, Kriminalabteilung. Sieht aus, als wäre Inspektor Gumshoe nicht hier. Kann ich Ihnen helfen, Fräulein? Andererseits Chef, da weiß man ja schon, es ist ein Kerl. Ja, aber was für eine wissen wir noch nicht. Clem Groski! Aber toll, wenn ich jetzt den Chef und Wenn das jetzt so ein Shelmy-Verschnitt ist, wäre auch gut. stellen Sie sich etwa, ja, urteilen wir nach dem Aussehen. Nun, sagen Sie es schon. Ladendiebstahl, Diebstahl, öffentliches Ärgernis erregt, auf jeden, ey. Nein, nichts von alledem. Es war Wir suchen eigentlich jetzt. bloß ein Mord. Wir suchen Inspektor Gumshoe. Ist er vielleicht hier? Gumshoe? Oh ja, er ist momentan in einer Besprechung. Weißt du was? Ich glaube, ich spreche ihn wie Blum. Okay, das ist ja schon fast so. Ja, ich glaube nicht, dass er in nächster Zeit da rauskommt. Okay, dann kommen wir später wieder. Tun Sie das. Ach ja, gehen Sie direkt nach Hause und Gehen Sie nicht immer los, ziehen Sie ziehen keine Sie keine Gedanken zwei ein. oder Yen oder was auch immer. Halten Sie sich aus Ärger raus, ja. Kein Ladendiebstahl mehr, verstanden? Sehe ich vielleicht aus wie eine Verbrecherin oder was? Jupp. Was Das hat er hätte uns ich jetzt jetzt. eigentlich gesagt? Ich war so mit Lachen beschäftigt. Das Clem, das Grosk, das Chill, das. Dass Gumshoe gerade keine Zeit hat. Okay, und dann suchen wir doch mal das Poster einer Polizistin. Ach nein, das ist die neueste Ausgabe des Kalenders. Bräute in Uniform. Mann, oh Mann. Das muss der Chefinspektor sein. Er klebt förmlich an seinem Bildschirm. Wer? Wo? Ah, Was? Gürtel. Ich höre Die dich gerade Bräute nicht des so gut, Uniforms. ehrlich gesagt. Du bist wieder sehr laut gerade. Und du bist sehr leise. Verstehe das immer nicht. Ja, dann sprich lauter. Sprich leiser. Nee, du. Wenn ich leiser spreche, dann ändert das nichts am Hintergrundsound. Also gut, ich versuche lauter zu sein. Ja, ich glaube, das reicht. Okay. Isst du gerade ein Mikrofon? Ja. Schön, schön. Bla bla bla. In einer der Inspektoren, er murmelt was vor sich hin. Deine Mama würde weinen, wenn sie dich so sähe. Los, spuck's schon aus, du kleiner Schleimkriecher. Der übt wohl für Verhöre. Nee, der skypt mit einem Verbrecher. Gut, zurück. Ich hab irgendwie ein Problem, dich zu verstehen gerade. Strafanstalt? Ja. Ich glaube, ich mach den Sound doch mal leiser. Ein bisschen. So. Sollte eigentlich reichen. Strafanstalt. Ist gar keiner. Blablabla. Kommt nix. Ja, aber wo sollen wir dann hin? Nochmal zurück zum Gürtsee? Vielleicht müssen wir noch mal mit der Tante da sprechen. Ja, sprechen wir nochmal mit Tante. Tante wer? Strand am Gürtsee. Tante Lotta, genau. Tante Lotta war das. Na, dann sprechen wir nochmal mit Alotta Hart. Oder liegt da, warte mal, wir können doch darüber scrollen auf dem Bild, da liegt ja noch Zeug rum. Da wo liegt da Zeug rum? Rechts von Dotter. Ach so, ja, dann gehen wir erstmal zu Lotta. Oder gehe ich erstmal zu Lotta? Die könnte ja auch gut Annette heißen. Kennst du Annette halbe Stunde? Ja, kenn ich. Das war doch aus Austin Powers. Kann sein, ja. Ja, was wollen wir da untersuchen? Ich dachte, wir hatten schon alles. Das Picknickzeug? Nee, Das. hat die gleich nicht gleich mit uns angefangen zu reden dann? Wer? Na, Lotta. Wo? Ach so, ja, wann, bei was? Ach, alles nochmal, das Picknickzeug erstmal. Okay. Auf
Auf der Plastikplane liegen Essen und Zeitschriften. Da muss schon eine ziemlich dicke Haut haben, um bei dieser Kälte zu campen. Eigentlich. Feuerstelle? Hä? Die ja, Feuerstelle? Ja, ja, ja. Hey! Hey, Nick! Mach weiter! Du bist doch. Ach so, oh, fuck. Ich dachte jetzt, du wartest drauf, dass ich Hey, listen mache. Nein. Das wäre auch immer. Das ist zu aufwendig. Nein, nein! Sag nicht, dass du schon wieder Hunger hast. Nein, nein! Ich frage mich, warum die Töpfe und Pfannen... beim Campen aus Aluminium sind. Ich bin heute irgendwie nicht dabei, oder? Nee, irgendwie nicht. Darüber stand... Meiner ist noch da. Ich kann ja auch ein bisschen damit rumspielen, wenn du willst. Was hast du gesehen gerade? Nix. Nix? Mach weiter. Ja, ich mach weiter. Darüber stand in meinen juristischen Büchern leider nichts. Es gibt also kein Gesetz, das besagt, dass wir aus Aluminium sein müssen. Ich führe dieses Gespräch nicht. Schild? Auto? Auto. Schild? Auto. Auto. Der Geländewagen hat auch schon bessere Tage gesehen. Das Wetter heute ist richtig Mist. Er ist mit Dellen übersät. Also. Ich kann nicht fassen, dass jemand mit seinem Auto hierher fährt. Tja, dann ist das halt so. Das Schild? Auf dem Schild steht... das war ja in Anführungsstrichen und orange. Mhm. Auf dem Schild steht Camping verboten. Das passt übrigens auch gerade zum Text. Ja. Komischer Platz, um ein Zelt aufzustellen. Moment mal! Was wäre, wenn auf dem Schild stünde Zelte anzünden verboten? Was? Was? Macht das Sinn? Nein. Ich glaube nicht, dass es solche Schilder gibt. Oh. Ach doch, in Amerika irgendwo schon. Ich sprich jetzt nochmal. Oder können wir ihr was präsentieren vielleicht? Ja, ihre Kamera? Ihre eigene Kamera? Das wäre zwar ein bisschen komisch, kostet aber... Kostet nichts. Ja, eben. Ja, dann... Präsentieren. Zack. Lotta? Ja? Oder sollen wir jetzt noch einen anderen, Akzent wählen? Was hast du denn noch so? Französisch? Ja, natürlich, ja. Ihre Kamera löst also bei lauten... Explosionsgeräuschen aus. Hast du schon mal einen Franzosen Jupp sagen hören? Das sagt wahrscheinlich Jupp. 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 Nun ja, das Opfer in unserem Fall, es wurde mit einer Pistole erschossen. Ah, mit einer Pistole? Richtig. Würde ein Schuss nicht ein ähnliches Geräusch machen wie ein Konfettiwerfer? Ich denke schon. Ihre Kamera hat nicht zufällig eine Aufnahme von dem Mord gemacht, oder doch? Ey! Sie sind verdammt gerissen! Ich verstehe, worauf Sie hinaus wollen. Ich sag Ihnen was, ich schau mir mal den Film an. Welchen Film? Herr der Ringe Special Extended. Na, oder Ich Unverbesserlich 2. Ja, den möchte ich sehen. Ja, den wollen komischerweise alle irgendwie sehen. Ja, weil der erste so toll war. Ja, eine Kumpeline von mir will auch da hingehen. Meine Freundin wollte nicht mit mir hingehen, weil sie gesagt hat, ich gehe mit jemandem dorthin und es ist alles kompliziert. Sie hat gesagt, du gehst schon mit jemandem dorthin? Nein, sie hat gesagt, dass sie schon mit einer Freundin von ihr dafür verabredet ist und deswegen, ja. Gehen wir halt zusammen, ich reserviere uns auch einen Love Seat. Und deswegen gehe ich halt mit meiner Kumpeline dahin. Die hat es auch gar nicht mehr kommentiert, wa? Was? Die hat es auch gar nicht mehr kommentiert. Weil ich es nicht gehört habe. Ich habe es akustisch nicht verstanden. Ach so. Was? Ich gesagt, ich reserviere uns einen Love Seat. Oh, ein Love Seat. Gibt es sowas in Kinos? Ja, gibt es. Bei uns gibt es das. Was ist das für einer? Das ist einfach ein Doppelsitz ohne Mitteldings da. Das kann man aber auch einfach haben. Nimmst eine Säge mit.
Stimmt. Also, weiter im Text hier. Wir wollen uns nicht über Kino unterhalten. Es müsste ein Foto aus der vergangenen Nacht sein. Ich habe sie nur mal überflogen. Weiß nicht, ob auf den Bildern was drauf war. Denn von meinem Gleitschirm aus konnte ich sie nicht sehen. Apropos Gleitschirm. Just Cause 2 gab es im Steam Summer Sale für 3 Euro. Muss ich unbedingt haben. Das ist cool, nur läuft auf meiner alten Rübe sowas eh nicht, von daher. Tja. Na, hast du es halt, hast du es nicht für PS3? Nee. Ist aber auf jeden Fall ein cooles Spiel, solltest du dir mal zulegen. Das macht echt Spaß. Mach ich irgendwann. So, vor allem Explosionen, Chaos und, Sammeln. Sehr viel Sammeln. Sammeln ist immer gut. Ja. Wenn wirklich etwas drauf wäre, wäre ich bei einem echten Mord. Yippie! Ich schau mir den Film jetzt an. Kommen Sie unbedingt wieder, okay? Okay. Und was jetzt? Hä? Sie ist in ihren Geländewagen gestiegen. Und abgehauen. Ich denke, wir sollten später wieder herkommen. Dann bewegen wir uns mal und treffen rein zufällig auf irgendjemanden. Aber hier nicht, sondern gehen wir nochmal zum Bootsverleih. Bootsverleih. Da ist auch nichts. Dann gehen wir wieder zurück zum Strand. Dann gehen wir wieder zurück zum Gürtsee. Hier ist auch nichts. Ja, was machen wir denn dann? Gehen wir jetzt in die Kriminalabteilung? Ja, gehen wir jetzt in die Kriminalabteilung. In die Kriminalabteilung und bam! 25. Dezember, Polizeirevier, Kriminalabteilung. Ich glaube, Inspektor Kanschu ist immer noch in dieser Besprechung. Ah. Hey! Danke, dass Sie vorbeigekommen sind, Junge. Inspektor Gamschu! Wir sind gerade mit der Besprechung fertig. So oder so, wer weiß. Ich habe so das Gefühl, dass es schlechte neue Schlechtigkeiten gibt. Präsentieren wir ihm was? Oder reden wir erstmal? Wir reden. Das Opfer. Warum steht da nicht Inspektor Gamschu? Oh, fies. Wissen Sie schon etwas über das Opfer? Nein, nein, wir können ihn immer noch nicht identifizieren. Hat uns der jetzt was gesagt? Kein einziges Wort. Das hat treffen. Er gesagt. Genau, er hat gesagt, kein einziges Wort. Na, wie ist die Besprechung gelaufen? Kann ich Ihnen nicht sagen, Junge. Sie sind Anwalt. Stimmt. Wissen Sie, ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Sicher, Mr. Edgeworth ist ein Mensch, genau wie Sie und ich. Dennoch, ich habe das Gefühl, wenn er etwas Unrechtes getan hätte, würde er es nicht verbergen. Er ist einfach nicht der Typ für sowas. Warum erkennt das sonst niemand? Die denken also, dass Mr. Edgeworth das getan hat. Tja, der Prozess wird morgen wie beginnt geplant. Ich verstehe. Hey, Sie haben uns ja doch noch etwas von der Besprechung erzählt. Ach so, ups. Hey, Sie haben uns ja doch noch etwas von der Besprechung erzählt. Sagen Sie es bloß nicht weiter, Junge. Jawohl, Herr Inspektor. Und tun Sie mir einen Gefallen. Stehen Sie Mr. Edgeworth bei. Er braucht Hilfe und Sie sind diejenigen, die ihm helfen können. Ich bin mir sicher, dass er einen Grund hat, warum er nicht mit uns sprechen will. Danke, Inspektor Gamschu. Edgeworth Vertrauen. Verhauen, habe ich erst gelesen. Verhauen. Edgeworth Verhauen, ja, das können wir tun. Komm zu Großmama. oder zu Blue White von Red Corp. Nee, Red White von Blue Corp. Blue Corp? White von White Corp? Blu-ray. Blu-ray von Sony.